Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Ni no Kuni 2. Wir sind hier zu Hause bei der alten Oma da, die hier so grenzdebil ins Bild grinst und haben hier die Gnuffis getroffen. Das sind so kleine Wesen, die so ein bisschen aussehen wie Pikmin und uns auch jetzt in den Kämpfen unterstützen werden. Und wir können anscheinend auch mit ihnen quatschen. Po. Peppopo. Peppopo. Na gut. Mach dich auf zu den Windschlangenklippen, lautet unsere Quest. Und dann machen wir jetzt auch weiter. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand die Oberwelt bei Ni no Kuni 1 ziemlich cool. Denn da ja, ist man immer noch so rumgelaufen wie in diesem Anime-Spiel. Also Ni no Kuni ist ja für mich dieser spielbare Anime. Und das ist jetzt hier durch diese etwas, naja, knuffige Optik so ein bisschen, es sieht nicht ganz so geil aus, finde ich. Aber da hinten steht ein super mächtiger Drache rum. Keine Ahnung, ob wir den besiegen können. Wir müssen da aber auch nicht hin. So, was haben wir hier? Also, Tante Marthas Haus erstmal registriert und einen Wirbelapfel bekommen. Und irgendjemand lockt uns jetzt hier mit Gegenständen wie Eiern. Und da vorne ein Schild-Chinchilla. Mal gucken, erstmal. Ah ne, ein Chinchilla. Ein Schild-Chinchilla. Ah ja, diese Truppe da vorne. Die müssen wir jetzt kaputt schlagen. Was wir, wie ihr seht, mit links machen. Zap, zarap, sage ich nur. Ich muss sagen, das Kampfsystem gefällt mir 10.000 Mal besser als im ersten Teil. Einfach, dass ich hier direkt draufrennen kann und nicht aus der hinteren Ecke meine Leute in den Kampf schicke. Das macht schon sehr viel Spaß. Und man bekommt hier auch reichlich Items. Ein schlichtes Band zum Beispiel. Wer wollte das nicht schon immer mal haben? Okay, jetzt haben wir hier einen Level 9 Schild-Chin-Killer. So, würde sagen, machen wir erstmal schön fertig. Zap, zarab hier. Direkt die ersten kaputtgeschlagen. Hat ja erst Angst vor Level 9, ne? Aber hier, der kann ja nichts. Ich habe aber auch schon in diversen Tests gelesen, dass zumindest die ersten zwei Drittel oder die erste Hälfte des Spiels wohl noch nicht ganz so schwierig ist. Aber wie es sich für ein echtes JRPG ziemt, muss man diese Passagen hier natürlich mitnehmen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, alles klar, wir lassen die Kämpfe aus und laufen einfach nur durch. Denn wir müssen natürlich aufleveln, denn wenn jetzt der nächste Boss Gegner Level 10 ist und ich bin hier nur Level 5 oder so, dann kann das theoretisch schon ganz schön in die Hose gehen. Deswegen sollte man gucken, dass man nicht jedem Kampf aus dem Weg geht und auch zwei, drei Kämpfe wirklich mitnimmt. Level-Ups bekommen wir hier auch direkt in den Kämpfen, sprich wir bekommen hier für jeden Gegner natürlich Erfahrung. Was mir auch wirklich sehr gefällt ist, dass wir auf der Karte schon die Gegner sehen. Das hat mich früher bei JRPGs immer genervt, wenn ich keine antiviralen Slipper bekommen habe. Das hat mich früher bei JRPGs, gerade bei Final Fantasy, immer genervt, dass ich die Gegner nicht gesehen habe und dann immer in diese Zufallskämpfe gezogen wurde. Und da will man jetzt schnell noch zum Speicherplatz zurückrennen, ist vielleicht schon halb tot und dann kommt noch ein Kampf und noch ein Kampf und noch ein Kampf. So, ein Hefebrötchen haben wir jetzt bekommen. Ich loote hier einfach mal diese Truhen, die hier sind. Kann ich eigentlich auch rennen oder so? Ich glaube, ich renne schon. Ja, komm, hier Level 3 lassen wir aus. Das ist hier, Level 10. Das ist genau meine Stärke. Da bekomme ich auch ein Maximum an Erfahrungspunkten. So, hier, zapp, zarab, Leute, geht's los. Da dachte der Chef hier, er kann seinen Mann vorschicken, ne? Da komme aber ich dann, oh, hier richtig auf die Schnauze. Das Gegnerdesign ist wieder richtig geil, wie auch schon im ersten Teil. Jetzt gepaart mit dem noch besseren Kampfsystem, das ist schon ziemlich cool. Wie aktiviere ich euch eigentlich? Ich glaube, ich muss in den Kreis reinrennen und dann X drücken, damit die Knuffis da eine Aktion starten, oder? Das können wir gleich mal beim nächsten ausprobieren. Da ist nämlich noch ein Chilchen-Killer. Das klingt schon so richtig, als ob wir da gleich gegen Dolph Lundgren kämpfen. So, wartet mal. Wo habe ich hier die Knuffis?
Ah, jetzt haben sie sich hier in einem Kreisfahrt getan. Jetzt gehe ich hier rein. Drück X, jetzt machen sie was. Ah ja, sie starten jetzt ihre Kanone. Ah ja, und machen einmal Schaden aufs ganze Schlachtfeld. Ich kann euch aber beruhigen, es ist nicht so, dass die Gnuffis wie im ersten Ni no Kuni diese Kampfbegleiter sind. Ein strafendes Hölzchen. Es sind nicht diese Kampfbegleiter, sondern sind zwar in den Kämpfen dabei, man kann sie nutzen. Sie sind jetzt aber nicht so die essentiellen Vorkämpfer, sondern tatsächlich sind sie eher Supporter, die man nach Belieben einsetzen kann. Was haben wir denn da hinten? Der eine Strauch, der wackelt da so komisch. Also erstmal gehe ich mir jetzt hier noch das Zeug holen. Und da oben ist dieser ominöse Drache oder noch einer von diesen Drachen. Machen wir erstmal auf. Bekommen ein Kraut. So. Aha. Okay, hier können wir anscheinend dann doch nichts machen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt weiter zu diesen Windschlangenklippen. Ah, die Fernsicht ist schon ganz cool, ne? Also die Fernsicht, dass man so die halbe Karte hier sehen kann. Ich glaube, das wird da hinten alles... Ach, ein Töpfchen-Aroma. Ich habe ja erst Tröpfchen gelesen und erinnerte mich an den ersten Teil. Ah, jetzt genau, jetzt rennt er mir nach. Jetzt hat der aber, glaube ich, den ersten Schlag. Nee, hat er nicht. Was ich sagen wollte, der Hintergrund ist ja nur eine Bitmap. Also man kann da jetzt nicht hinlaufen und steht wirklich auf dem Berg. Bis dahin kommen noch bestimmt 200.000 Ladebildschirme. Trotzdem, um nicht ganz zu vergessen, was ich sagen wollte, trotzdem sieht das ja optisch ganz nett aus. Muss man ja sagen. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, die Leute von Level 5. Man muss auch mit dazu sagen, das war vielen bestimmt nicht klar, mir auch nicht, weil ich mich aber auch nicht so hart damit beschäftigt habe. Und zwar ist es so, dass Studio Ghibli, hier ist das Hausnummer von Tante Martha, dass Studio Ghibli im ersten Ni no Kuni nur insoweit beteiligt waren, dass sie die Animationszwischenfilme gemacht haben. Also das sind ja einige Passagen, teilweise mehrminütig, die sehr Anime-mäßig sind. Und die sind tatsächlich von Studio Ghibli damals animiert worden. Viel mehr hat Ghibli auch nicht gemacht. Haben wahrscheinlich noch dadurch den Grundzeichenstil vorgegeben. Aber auch der erste Teil ist natürlich ja vorrangig ein Spiel von Level 5 gewesen. Tatsächlich mit dem Soundtrack von Joey Hisaishi oder ganz kurz mal, ich habe das hier immer auf meiner Disc, auf meiner Hülle draufstehen. Das recherchiere ich eben. So, wartet eben. Wie wird dieser Mann ausgesprochen? Und zwar steht das hinten drauf. Ach komm, steht das hier nicht drauf oder was? Ach, Alter. Na geil. Also, ich habe ja hier so eine Jewel Case. So eine Leerhülle hat man früher dazu gesagt. Das bekommt man als Pressemuster. Sieht ganz okay aus, aber ist halt nicht die Originalverpackung. Auf jeden Fall, der Komponist, der für ganz viele Ghibli-Filme den Soundtrack geschmiedet hat, der ist hieran beteiligt. Das haben sie quasi vom ersten Teil übernommen. Der Rest war ja eh schon immer ein Level 5-Produkt gewesen. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, warum ich das überhaupt angefangen habe zu erzählen. Ah, genau. Ja, es ging darum, dass ich ja anfangs sehr skeptisch war. Aber es gibt auch einige Elemente, die ich hier schon cooler finde als im ersten Teil. Die Oberwelt gehört aber nicht mit dazu. Also das hätte man schön im Anime-Style hier belassen können. Denn diese komischen kleinen... Ja, ich versuche die ganze Zeit da irgendeinen Vergleich zu finden, aber irgendwie will mir nichts Treffendes einfallen. Ja, auf jeden Fall sagt es mir nicht zu. Na. Ah ja, er ist eine Halbmiet, deswegen hat er so lustige Ohren. Und Roland, das habe ich am Anfang gar nicht so mitbekommen, weil ich ja mit meinen Augen mal wieder ganz woanders war, ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, heißt Roland.
Und er will auch nicht zurück. Er will jetzt hier bleiben in der Ni No Kuni. Warum auch nicht? Ich würde auch hier bleiben wollen. Ich meine, eine Welt, in der ich so krass abmädeln kann, hier mit einem Flammenschwert und die so geil aussieht. Ganz ehrlich, da würde ich ja auch bleiben wollen. So, jetzt muss ich ganz kurz nur gucken. Ich glaube, wir müssen hier durch diesen komischen Tunnel durch. Durch diese Grotte, die Wimmergrotte. Jetzt ist wieder Anime-Style. Jetzt gefällt es mir auch wieder besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da vorne auch wieder ein Chin-Killer. Und ich frage mich, warum kann man nicht einfach das ganze Spiel in diesem Stil lassen? Wobei ich es schon ganz cool finde, dass wir jetzt hier so offen gegen die Gegner kämpfen können. Also ohne dieses Kampf ein- und austreten. Es hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt hier ein normales, das ist ja kein rundenbasiertes Kampfsystem bei Ni No Kuni 2. Es ist ja auch dieses, es ist ja auch kein halbrundenbasiertes. Es ist ein Echtzeitkampfsystem. Und wenn das ganze Spiel in diesem optischen Stil hier gehalten wäre, den wir hier gerade haben, sage ich euch ganz ehrlich, wow, das wäre richtig geil. Aber nein, JRPGs müssen immer diese komischen Weltkarten haben, auf denen man langläuft. Hab ich ja noch nie verstanden, aber so ist es eben. Also mir gefällt das hier tausendmal besser. Und ein Spiel komplett in dieser Grafik, wow, würde mir sehr zusagen. Also lieber Entwickler, hört euch das mal an. Gebt 50 Cent auf das, was ich hier in meinem kleinen YouTube-Video sage. Kleines, klammes, heiliges Hölzchen. Aber ich sollte echt mal einen Blick ins Inventar werfen. Ich habe bestimmt eine Milliarde Waffen bekommen, die ich jetzt mal durchgehen sollte, um hier mich und vor allem den Prinzen perfekt auszurüsten. Und ich habe nichts Besseres bekommen. Wie sieht es dann aus bei meinem Kumpel hier, beim ollen Prinzen? Der hat gerade noch das Entermesser, das Eisenschwert und das Zauberstäbchen. Da haben wir schon was Besseres, nämlich das strafende heilige Hölzchen. Das legen wir direkt mal an. Bei den Waffen, ja, ich könnte hier noch eigentlich noch ein zweites Entermesser in die Hand drücken hier. Zap, zarab, Entermesser geht ab. Und dann kann ich hier vorne speichern. Und das dahinter sieht schon fast aus wie eine Bosskampfarena. Aber wir speichern hier mal ab. Wir speichern ab. Denn ich glaube, gleich muss ich da ordentlich Kinnhaken verteilen. So, ich nehme sogar noch einen anderen Spielstand mit auf. Das mache ich immer aus Sicherheitsgründen. Denn wenn jetzt irgendwas mit dieser Aufnahme schief lief, habe ich einfach noch einen anderen alten Spielstand und kann einfach so tun, als sei nichts gewesen. Das ist bei Dark Souls immer so nervig. Wenn da mal was schief läuft in der Aufnahme und man hat gerade einen fetten Bosskampf gemacht, man kann es ja nicht wiederholen. So. Es ist eine Tür. So, hier gibt es noch ein paar Items, nämlich Azurit. Was auch immer wir damit machen. Bestimmt ein Upgrade-Material. Und nochmal Azurit. So, und dann haben wir jetzt hier diese geheimnisvolle Tür. Eine merkwürdige Tür, die eine merkwürdige Aura ausstrahlt. Aber du kannst sie nicht öffnen, denn sie ist fest verschlossen. Von der anderen Seite. Okay. Ja, geil. Ah, vielleicht hier eine Fähigkeit einsetzen. Nee. Na gut, ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt hier irgendwas Cooles machen. Aber ich scheine ja auch in dem Level dafür zu sein. So, vielleicht wenn ich jetzt hier mal... Ganz kurz, wo war nochmal? Genau, in der Gruppe konnte ich ja sagen, hier, ich will... So, ich will Ivan als Ersten haben. Als Ivan kann ich aber auch nichts anderes hier starten. Okay, also weder Roland noch Ivan kann diese Tür hier öffnen. Das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, denn ich hätte jetzt gedacht, hey... Bosskampf oder so wäre ganz nice gewesen, so als kleines Highlight für diese Folge. Aber anscheinend muss ich erstmal unvollendeter Dinge diese Höhle hier verlassen. Ein bisschen schade. Ach, was soll's. Draußen warten ja eine Milliarde Abenteuer. Und ich sehe gerade da oben diese Malereien.
die irgendwie aussehen wie Augen, die mich beobachten. Ich krieg Angst und will als will aus der Höhle raus, wollte ich sagen. So, back again. Hier, Oberwelt, zap, zap, Kieselstein. Ja, also in diese Höhle können wir nicht rein, aber wir können dahinten diesem Wegelein folgen. Also, was ihr da so rechter Hand seht. Da gibt es ja auch noch eine Schatztruhe und noch andere lustige Sachen. Ein Bogenchin-Killer ist da vorne. So. Oh, Weihwasser. So, hi Bogenchin-Killer. Komm mal her hier. Immerhin geht der Wechsel in den Kampfmodus recht geil. Recht schnell. So, hier. Zeig mal deine Bogenskills. Ha. Da merke ich ja nichts von. Bom. Oh, da. Fast den Stuff vergessen. So, was haben wir hier nochmal? Schild. Ein Schild. Chin Killer. Oh, hier mit einer Sima-Truppe auf uns zu, ne? Aber ich bin Amerika und bringe euch die Freiheit. Ja, Mann. Aber der Mann kann ja gar nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Er ist viel zu vernünftig dafür. Mal im Ernst. Oh, ein Plasma-Skelett. Hey, was will das Item haben? Die 6 Gulden lasse ich mir nicht entgehen. So, du Level 5 Plasma-Skelett. Ich bin hier, um dich zu liberalisieren. Koste den Schlag der Freiheit. America! Na gut. So, wir verhauen jetzt erstmal alles. Die werden sich ja gar nicht. Mal im Ernst, ist ja alles hier nur Schlachtvieh. Bom, 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 bom. Aber wie gesagt, lasst die Kämpfe nicht aus. Also in jedem mittelguten JRPG kommt man irgendwann mal an einen Punkt, wo man sich denkt, shit! Hätte ich mal zwischendrin ein paar mehr Kämpfe gemacht, wäre ich jetzt nicht unterlevelt. Denn man wird hier nicht so an die Hand genommen in diesen Spielen. Also es ist nicht so, dass man alles zu jedem Zeitpunkt machen kann. Also es ist nicht so, dass das Spiel einen schon so führt, dass man erst dann an gewisse Orte kommt, wenn man auch kräftetechnisch in der Lage ist, dort zu bestehen. Sondern das Spiel bestraft auch die Leute, die zu schnell durchrennen damit, dass man dann einfach vielleicht viel zu unterlevelt ist. Ein Dornenwolf da vorne. Den lassen wir aber mal stehen. Gerade eben noch hier die Standpauke halten, von wegen immer schön alle Gegner mitnehmen und dann erstmal so einen Dornenwolf und so einen Level 3 Chin-Killer stehen lassen. Aber den Level 9 Chin-Killer, den nehmen wir mit. Oh, jetzt hier beim Best-of hier. Dornwölfe, Schleime, alles am Start hier. Aber nichts gegen mein brennendes Schwert der Freiheit. Das Kampfsystem bockt schon hart, muss ich sagen. Die Kämpfe sind zwar noch reine Klopp-Orgien, aber sie nerven halt nicht. Und das ist schon ganz gut. Oh, oh. Ein riesiges Skelett liegt hier. Und ein neues Gebiet wird geladen, nämlich diese sogenannten Klippen. Windschlangenklippen. Ist das dann so eine fette, tote Schlange? Na. Um zur Stätte der Sonne zu gelangen, müssen wir also dieses Tal durchqueren. Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Die Stätte der Sonne liegt jenseits der Windschlangenklippen auf einer einsamen Insel im Meer, vor der Küste, in der Nähe der Melanzani-Ebene. Hm. Dann brauchen wir also ein Schiff. Hm. Ja. Aber zuerst müssen wir durch dieses Tal. Danach können wir überlegen, wie wir das Meer überqueren. Ihr habt's gehört, Leute.
Neuer Tagebucheintrag. Wir müssen jetzt hier mal rein. Die Musik wird schon dramatisch. So. Soll heißen, gleich gibt es hier bestimmt ordentlich auf die Schnauze. Ah ja, das Revier der Luftpiraten. Und da vorne ist auch schon so ein Teleport-Speicherpunkt. Die schlängelnde Schlucht. Und da ist steht ein Händler und jetzt werfen wir noch einen Blick in die schlängelnde Schlucht. Hier kann man zum Glück nicht runterfallen, gibt eine unsichtbare Wand. Aber das sieht schon optisch sehr cool aus, muss man ja sagen. Diese Verquickung von 3D-Objekten und der gezeichneten Anime-Grafik, die kann sich wirklich sehen lassen. Und deswegen, ihr lieben Leute, bevor wir hier weitermachen, ein Päuschen legen wir auch direkt ein. Ne? Knuffi ist auch schon ziemlich erschöpft, haben jetzt einige Kämpfe hier rausgehauen. Deswegen lasst uns schnell zurück hier zum Steinchen. Erstmal alle wieder aufheilen und dann abspeichern, genau. Und ich nehme meinen zweiten Spielstand, denn da kann jetzt eh nichts mehr passieren, so. Der irgendwie der 8. Spielstand geworden ist. Und danach habe ich auch noch ein paar. Also irgendwie habe ich hier ein paar Dinge falsch gemacht. Wer weiß was. Ah, nee, guck mal hier. Nee, doch, das ist doch alles. Ist alles korrekt, Leute. Alles korrekt. Alles gut. Aber trotzdem abgespeichert wird. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Ni no Kuni 2. Dann geht's hier weiter durch die schlängelnde Schlucht. Dem Heimatsitz der Luftpiraten. Und ich würde ganz gerne wissen, was sich hinter der geheimnisvollen, mysteriösen Tür befindet, die wir schon gefunden haben, aber nicht öffnen können. In diesem Sinne, haut mal rein, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.